RFH zeigt, was den Harz bewegt. RFH. Einfach näher dran. Unwetter mit Hagel im Harz. Wetterdienst warnt auch für Dienstag vor Starkregen und Hagel. Dem sommerlichen Wochenendwetter folgte im Oberharz am Sonntag ein zwar angekündigtes, aber so doch unerwartetes Unwetter. Wie diese Aufnahmen unserer Zuschauer zeigen, waren die Straßen nicht nur durch Regen, Blätter und Äste schmierig glatt, sondern innerhalb von Sekunden nach Hagel teilweise komplett mit der eisigen Schicht bedeckt. In Trautenstein musste darum vorübergehend die Ortsdurchfahrt gesperrt werden, damit die Kameraden der Ortsfeuerwehr die mehrere Zentimeter dicke Schicht aus Hagelkörnern von der Fahrbahn schieben und schippen konnten. Auch für Dienstag kündigt der Wetterdienst Starkregen mit Hagel an. Sie sollten sich also darauf einstellen und die aktuellen Wettermeldungen verfolgen. Am morgigen Dienstag erwartet uns wieder eine Schwergewitterlage mit heftigen Starkregen und damit willkommen zum Unwetterclip. Werfen wir zunächst mal einen Blick auf die aktuelle Wetterlage. Da erkennen wir, dass West- und Mitteleuropa von Tiefdruckgebieten beeinflusst wird, die recht schwüle und heiße Luft nach Deutschland lenken. Und so steigen morgen die Höchsttemperaturen in der Nordhälfte verbreitet über 30 Grad und dementsprechend hoch ist dort die Hitzebelastung. Im Tagesverlauf bilden sich in dieser schwül-heißen Luftmasse immer wieder kräftige Schauer und Gewitter. Und diese kräftigen Schauer und Gewitter bewegen sich nur sehr, sehr langsam, sodass es morgen lokal zu heftigem Starkregen kommt. Und besonders in diesem roten Bereich besteht auch wieder Überflutungsgefahr. Sollten Sie dort in der Gegend unterwegs sein, informieren Sie sich bitte unter www.dwd.de oder in der Warnwetter-App über die aktuelle Unwettersituation. Wie geht es nun an den nächsten Tagen weiter? Am Mittwoch ist noch keine Entspannung in Sicht. Immer wieder Schauer und Gewitter mit heftigen Starkregen. Auch am Donnerstag muss man immer wieder mit Gewittern rechnen. Erst am Freitag kommt trockene Luft von Nordosten, sodass sich die Wetterlage allmählich entspannt. Deutscher Wetterdienst. Wetter und Klima aus einer Hand. RFH. Wir machen Programm. Tag der Städtebauförderung. Ein Rundgang durch deren Burg. Die Städte Blankenburg und Osterwiek organisierten wieder eine Städtetour, um zu zeigen, was mit Hilfe von Fördermaßnahmen in den vergangenen Jahren geschaffen wurde. Diesmal führte der Ausflug die Interessierten auch nach Derenburg, einem seit 2010 zu Blankenburg gehörenden Ortsteil, in dem rund 2500 Menschen wohnen. Viele kennen nur die Hauptstraße vom Durchfahren des Ortes, aber hier gibt es viel mehr zu entdecken. Wir sind heute zum Tag der Städtebauförderung in Derenburg, weil das Programmgebiet Derenburg im letzten Jahr entlassen wurde aus dem Förderprogramm und wir dann voraussichtlich ab dem nächsten Jahr über die Förderprogramme des ländlichen Raums die Entwicklung hier in Derenburg weiter vorantreiben. Und wir wollen heute den Gästen aus Osterwiek und Blankenburg und Dresden einfach zeigen, was ist in den Jahren hier passiert, was hat sich in Derenburg entwickelt und unter anderem sehen Sie das ja auch hinter mir jetzt. Bereits auf dem Marktplatz werden die Gäste mit der sehr alten Geschichte Derenburgs konfrontiert. Nach der ersten urkundlichen Erwähnung von 937 sind auf der Derenburger Pfalz zahlreiche Aufenthalte der Kaiser und Könige nachgewiesen worden. 1014 ist von einer Derenburger Kirche die Rede. Ein Teil des beeindruckenden Westwerks der St. Trinitatiskirche könnte noch aus jener Zeit stammen. Die Türme rechts und links wurden im 13. Jahrhundert angebaut. Das romanische Kirchenschiff existiert nicht mehr. Das heutige Barocke stammt aus dem Jahr 1726. Sehr präsent zeigt sich das Rathaus, das 1789 errichtet wurde, weil der alte, aus dem 16. Jahrhundert stammende Vorgängerbau einem Brandanschlag zum Opfer fiel. Der Marktplatz ist umrahmt von zahlreichen weiteren Fachwerkhäusern, die auch das Ortsbild prägen. Mut zur Lücke bewiesen einige Derenburger, die ihr Haus dem Stil der Stadt anpassen, aber auch frei werdende Flächen effektiv nutzen. Hier kann man
Sehr einfallsreich wurde zum Beispiel hier ein Tor nachgestaltet, das sich so dem alten Fachwerkhaus anpasst. Es ist nicht einfach nur ein Blechtor aus Zinkblech oder aus Brettern, sondern es ist ein architektonisch durchgestyltes Sektionaltor. Ja? Und das sieht man nicht jeden Tag. Das ist ein positives Beispiel, ein sehr positives Beispiel. Die Besucher erfahren, dass sich hinter den Fassaden der Häuser oft modern gestaltete Wohnungen befinden. Ein altes Haus erweckt die besondere Aufmerksamkeit der Betrachter. Ja, sonst haben wir entweder gerundete Balkenköpfe oder diesen Diamantschnitt, den Quedlinburger Diamantschnitt. Aber mit Früchten, das ist was Besonderes. Bei den Haussanierungen oder Rekonstruktionen gibt es allerdings große Unterschiede. Gute und weniger positive Beispiele sind auch hier im Ort zu finden. Und jetzt wird ein kleines Maschinenbauunternehmen, vorher war es etwas größer, die haben in Wernigerode neu gebaut. Hier ist jetzt wieder etwas Neues entstanden, aber auch eben Anlagen, Motore und so weiter werden hier noch so in kleinem Format hergestellt. Und dieses Gebäude gehört auch dazu. Daneben das, es wurde weggerissen und dann, wenn wir jetzt um die Ecke gehen, das ist noch im Bau. Aber das wird dann alles eben für Wohnungen nachher auch genutzt und das sieht vorne sehr schön auch aus. Kohle gebrannt, Kohle reinfällt, ist das heißer das Feuer und dadurch bekommt der Stein eine andere Färbung. Ja, und die heutigen gehen durch den Tunnelofen und da ist der erste und der hundertmillionste gleichfarbig. Und dadurch fehlt so ein bisschen Spiel, Ästhetik im Stein. Ein seltenes Beispiel, Wiederverwendung von Recyclingmaterial in Form der Steine. Hier haben wir einmal die historisch gebrannten Steine und hier drüben haben wir neuzeitliche Klinker. Und das sind aus meiner Sicht Welten. Ja, hier habe ich eine breite Fuge, hier habe ich eine schmale Fuge, wie sie eigentlich hier reingehört. Ja, aber sie sind erhalten worden, die Gebäude, und das ist entscheidend. Man hat ein Sandstrahlgebläse genommen und hat das runtergeblasen, ja, sauber. Und anschließend habe ich hier so ein Reibeisen, ein glatter Stein, der ist richtig sauber, homogen. Das Wertvollste an dem Stein sind die ersten Hundertstel Millimeter. Das ist nämlich diese feste Schicht, ja. Und der ist aufgerissen und fängt jedes Staubkorn jetzt auf. Ein Blick in die Höfe vermittelt, mit wie viel Liebe die Derenburger ihre Anwesen gestalten. Durch eine aufwendige Modernisierung wurden auch sehr heruntergekommene Gebäude zu attraktiven Wohnungen, wie hier zu sehen ist. Wir sind sehr stolz auf die Infrastruktur, die wir hier haben. Wir haben Einkaufseinrichtungen, wir haben zwei Ärzte, wir haben einen Zahnarzt, die Apotheke, Sparkasse und noch einen Geldautomaten an anderer Stelle. Also ich denke, wir sind hier gut versorgt. Wir haben die Kita und die Kinderkrippe und unsere Grundschule. Das erwähne ich alles immer sehr gerne. Das heißt, wir haben beste Bedingungen für junge Familien und auch für Senioren. Zukünftig sollen noch weitere seniorengerechte Wohnungen bei uns entstehen. Also Bauplatz haben wir eigentlich keinen mehr. Ich würde gerne einladen, junge Leute weiterhin einladen, weil mit den jungen Leuten lebt ja auch unser Ort und wird sich weiterentwickeln. Aber es wird schon langsam schwierig. Wir haben viele junge Familien, die noch auf der Suche sind nach einem Altbau, den sie sanieren können. Also Bedarf ist auf jeden Fall nach wie vor. Ja, und ansonsten, ja, die Häuser, die bei uns entstanden sind, die saniert worden sind, das ist natürlich wirklich eine Freude. Ja, das ist, viele sind äußerlich wirklich noch als Fachwerk gut umgebaut und saniert und innen hochmodern ausgestattet. Schön. Die aus gelben Klinkersteinen errichtete Schwanecksche Villa ist ein Vorzeigeobjekt des Ortes. Dieses Gebäude ist eben von Dr. Friedrich Schwanecke der Stadt vermacht worden seinerzeit. Er war seinerzeit Bürgermeister zum Zweiten Weltkrieg und hat eben Derenburg dann mit der weißen Fahne gerettet und wurde dann abgeführt. Mehr weiß ich nicht. Wir haben eben schon rumgerätselt, was mit ihm passiert ist. Auf alle Fälle seine Nachfahren, seine Söhne oder wie auch immer, die haben sich dann nachher bemüht, dass das Gebäude eben an die Stadt
abgegeben wurde. Und man hat auch jetzt wieder schön was draus gemacht. Es wurde immer genutzt, Kinderkrippe, dann Trauzimmer ist es jetzt. Es war, die Verwaltung saß hier drinne und alles. Also es ist doch ein wunderschönes Gebäude mit sehr hohen Zimmern, aber es ist sehr schön anzuschauen. Aber auch die Häuser, die mehr Jahrhunderte nachweisen können, sind vorbildlich restauriert worden, wie das Beispiel des alten Fachwerkgebäudes mit den Fächerrosetten beweist. Vorbei geht es an den Resten der Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert, die ebenfalls mit Mitteln der Städtebauförderung saniert wurde. Die Hofstelle Gut Derenburg GbR ist ein Vorzeigeobjekt geworden. Mit rund 450.000 Euro wurde das unbewohnbare Haus wieder nutzbar gemacht. Die angrenzenden Getreidespeicher und Lagerhallen hingegen sind modern, aber passen sich der Ansicht des alten Wirtschaftshofes an. Der Spaziergang geht weiter, vorbei an einer Ruine der Karlandskapelle, dem Treffpunkt einer einstigen mittelalterlichen Brüderschaft. Ein paar Meter weiter befindet sich ebenfalls ein sehr interessantes Gebäude. In dem alten, wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert stammenden Haus versammelten sich einst die Ratsherren. Das ist dieser große Ratssaal, wo die getagt haben, die Ratsherren. Und das ist dann unterteilt worden in der späteren Nutzung durch Wände, Querwände, sodass also das heute ein Wohnhaus ist. Aber wir haben in der Denkmalbehörde da Unterlagen zu, das ist also durch Hausforschung belegt, dass das ein historischer Bau war. Ja, dieses große Kellergewölbe, ich glaube, da war eine Scheitelhöhe von 4 Metern und über die volle Breite des Hauses. Aber diese Tonne drohte einzustürzen und da hat man das dann mit Bergbauelementen, so Rundbogenelementen abgesichert, damit die Decke nicht runterkommt. Ich möchte es nicht geschenkt haben. Der Rundgang nähert sich dem Ende. Ein altes Gut wurde aufgrund der Baufälligkeit abgerissen und soll wieder anderweitig genutzt werden. Einige Wohnhäuser müssen noch saniert werden. Und die alten, 1879 errichteten Gebäude der Zuckerfabrik warten noch auf bessere Zeiten. Das, was dort angefasst wurde, ist sehr gelungen. Und wo wir als Denkmalbehörde unsere Hand draufgelegt hatten, damit können wir zufrieden sein. Aber es sind eben zu viel leerstehende Gebäude, die ja eigentlich einer Nutzung zugeführt werden müssten. Und da wünscht man sich etwas mehr Geld und mehr Einsicht von jüngeren Leuten, weil eben jedes Gebäude hat einen gewissen Charme. Und einen Charme kriege ich nicht im Neubau. Und diese Gebäude, die müssten eben aktiviert werden durch junge Leute. Ja, aber ansonsten war ich eigentlich überrascht, wie es sich doch gemausert hatte von 1992 an bis jetzt. Und die es angepackt haben, haben es auch gemeistert. Es gehörte Wille dazu. Dann wird wieder der Marktplatz erreicht und alle sind sich einig, solch ein attraktives Derenbruck kannten sie nicht. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Startklar für die WM. EP Media Park Schubinski macht's möglich. Die TV- und HiFi-Spezialisten empfehlen Ihnen die perfekte Technik jetzt mit WM-Rabatt. Sparen Sie zum Beispiel 200 Euro beim Kauf des Samsung 65 Zoll Ultra HD 4K Smart TV. Oder 77 Euro beim Kauf des 39 Zoll TV mit Triple Tuner von Dion. Auch bei den weiteren Angeboten profitieren Sie vom WM-Rabatt. Jetzt im EP Mediapark Schubinski in Quedlinburg. Yippie, yippie, yippie! Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbel Müller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Yippie!
Jubiläum für das Julius-Kühn-Institut. Das feiert 2018 seinen 10-jährigen Gründungsgeburtstag. Und zum Jubiläumsjahr gibt es am 1. Juni am Hauptsitz in Quedlinburg einen Freitag der offenen Tür. Mit dabei sind die Schülerinnen und Schüler vom Gutsmuts Partnergymnasium, die dort ihre Wissenshäppchen präsentieren. Außerdem werden bis 19 Uhr die Türen zu den Laboren, Gewächshäusern und Versuchsfeldflächen geöffnet. Und weil das Julius-Kühn-Institut nicht nur Kulturpflanzen erforscht, sondern auch offen für Kultur ist, wird in Kooperation mit der Feininger Galerie die Ausstellung mit historischen kolorierten Kupferstichen aus dem Bilderbuch für Kinder des Aufklärers F.J. Bertuch präsentiert. Vorträge, Themenstände, Führungen und herzhafte Genüsse aus der Kantine bereichern diesen Freitag der offenen Tür. Kommen Sie vorbei auf den Moorberg am 1. Juni von 14 bis 19 Uhr. Übrigens, am 23. Juni findet auf dem Moorberg ein Jazzkonzert im Rahmen des Quedlinburger Musiksommers statt. Und auch beim Denkmalfrühstück am 8. September auf dem Marktplatz in Quedlinburg ist das Julius-Kühn-Institut vertreten. Hotel Stubenberg. Attraktive Lage, frisch zubereitete Speisen, für jeden Anlass das richtige Ambiente. www.hotel-stubenberg.de. AOK-Versicherte haben es besser und zahlen auch 2018 nur 14,9%. Die AOK bleibt die günstigste Krankenkasse Sachsen-Anhalts. Noch nicht AOK versichert? Dann schnell wechseln und früher sparen. Alles Wissenswerte dazu erfahren Sie unter www.besserhaben.de. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le Car, le Caractère. Citroën. Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sw-blankenburg.de. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Für euer Leben, das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Flexibilität. Eure Verbindung ist Pure. Plateosaurus, Mammut und Co. Urzeitliche Schätze werden in Halberstadt präsentiert. Wenn der Dom auch zu den ältesten Gebäuden der Stadt zählt, so gibt es aber doch Schätze, die viel älter sind. Diese gehören dem Naturkundemuseum Heine Arnum und sind rund 220 Millionen Jahre alt, wie zum Beispiel das Skelett eines Plateosaurus. Um die Jahrhundertwende wurden in den alten Halberstädter Kiesgruben in 24 Metern Tiefe 30 Plateosaurus-Skelette und Reste von anderen Sauriern, Schildkröten usw. gefunden.
Plateosaurus, Mammut und Co. wurden hier in Halberstadt gefunden. Und das ist es doch wert, das mal zu zeigen in Halberstadt. Da können die Halberstädter stolz drauf sein. Solche Funde sollen nicht in Depots verschwinden, sondern der breiten Öffentlichkeit gezeigt werden. Experten sind zurzeit mit der richtigen Präsentation der alten Knochen beschäftigt. Krallen oder Rückenwirbel der Tiere können dann anschaulich gezeigt werden. Die Kollegen, das sind nicht irgendwelche Kollegen, sondern das ist die Firma Fissler aus Leipzig. Wie bin ich dran gekommen? Ich habe im Landesmuseum in Halle nachgefragt und diese Firma Fissler macht maßgeblich für das Landesmuseum in Halle den Ausstellungsaufbau, was sie eigentlich immer perfekt machen, und das war natürlich für uns Anreiz genug, auch die Firma Fissler hier in Halberstadt zu haben. Während sich bisher nur ein kleiner Bereich des Heineanums mit den urzeitlichen Schätzen beschäftigt hat, so sollen demnächst die Funde in 6 Vitrinen gezeigt werden. Highlights sind schon die Stücke, die wir aus dem Harzmuseum in Wernigerode zurückbekommen haben. Ursprünglich wurden die Fundstücke ja hier aus einer Tongrube geborgen. Sie sind dann in den 70er Jahren nach Wernigerode gegangen, ans Harzmuseum, weil dort ein Paläontologe war, hier in Halberstadt nicht. Aber sie sind jetzt im letzten Jahr zurückgekommen. Wir hatten sie gezeigt in einer Ausstellung in Braunschweig. Jurassic Hearts hieß die. Und jetzt sind die Sachen zurück, wieder in Halberstadt. Und wir wollten die nicht im Depot verschwinden lassen, sondern wir wollten sie der Öffentlichkeit zeigen. Auch der Stoßzahn eines Mammuts, der aus der letzten Eiszeit stammt und ebenfalls in Halberstadt gefunden wurde, wird in der Ausstellung zu sehen sein. Außerdem werden die eigenen Schätze noch mit anderen Leihgaben ergänzt. Wir bekommen aus Braunschweig einen Abguss von einem Plateosaurier, der anders aufgestellt ist als das Objekt hier im Hintergrund, nämlich auf 4 Füßen. Das ist ja auch die Diskussion in der Wissenschaft, sind die auf 2 Beinen gelaufen oder auf 4 Beinen. Und bestimmt spannend für die Kinder ist eine Nachbildung von einem Plateosaurus in Originalgröße, der dann bei uns hier im Museumshof aufgestellt wird. Für die Kinder gibt es noch weitere Attraktionen? Oh, gewiss doch. Die Kinder erwartet hier einmal eine Schatzsuche. Wir haben also eine Strecke mit Sandkästen aufgebaut, wo die Kinder dann in diesem Sand, richtig wie Forscher, Fossilien suchen können. Sie müssen dann die Fossilien auch bestimmen und wenn sie Lust haben, können sie die dann mit nach Hause nehmen. Für Kindergruppen ist der Eintritt frei. Zahlreiche Angebote warten auf die Vorschul- und Schulkinder, wie Museumspädagogin Evelyn Winkelmann informiert. Übrigens, eine Überraschung ist auch in jedem Dino-Ei. Oberbürgermeister Andreas Henke versucht mühsam, die eingeweichte Schale aufzubrechen, um einen kleinen Flugsaurier ans Tageslicht zu bringen. Die Sonderausstellung des Museums Heineanum wird am 26. Mai eröffnet und kann bis zum 26. August besichtigt werden. Bekannter Schauspieler startet Projekt Scheune 86. Neue Pläne für die Blankenburger Mönchemühle. Noch liegt das alte Gebäude verlassen da, aber bald soll hier wieder Leben einziehen. Im Mittelalter befand sich auf dem Gelände eine alte Wassermühle. In der Neuzeit wurde ein Ausflugslokal eröffnet, später beherbergte das Objekt ein Ferienlager und auch Ferienwohnungen, bis es dann ganz aufgegeben wurde. Ein Grundstück von rund 20.000 Quadratmetern, ein altes Gebäude und eine herrliche Umgebung. Das ist es, was den Schauspieler Heinz Hönig begeistert. Hier möchte er sein neues Projekt Scheune 86 ansiedeln. Ich arbeite ja schon seit 16 Jahren mit psychisch traumatisierten Kindern zusammen auf Malle, hier im Harz. Und ich wollte das jetzt im Norden anbringen, an der Ostsee. Aber ich habe hier einen Grund gefunden, wie es, ja, kein zweites Mal gibt es so einen Grund, wie ich hier entdeckt habe in Blankenburg, und zwar am Harz. Gell? Aber jetzt zum Projekt zurück, das ist das Projekt Scheune 86, jeder merkt sich das jetzt. Und dahinter stecken die Kinder, schmieden Zukunft. Gell? Und es soll eine Riesenscheune werden aus Holz und Stein, die ein Theater beherbergt, ein Amphitheater auch, was man nach außen drehen kann, und viele kleine Werkstätten. Also ich will, dass die Kids, egal wie alt sie jetzt sind,
ich sage immer, weg von der Drückerei, sondern ran an das Handwerk, was begreifen wieder. Und das kann man nur begreifen, wenn man es auch greift. Da wird also auch eine Kinderschmiede da sein, die ist also ganz hoch im Ansehen von den Kindern, weil die hören nicht mehr auf zu schmieden, gerade die Mädchen. Und Holz, Stein, daran werden sie sich auch erinnern, wenn sie das einmal getan haben, im jungen Alter, auch später, was das ist, Handwerk. Da will ich sie hinführen. Gell? Das ist so im Kurzen. Es ist doch so viel dazu. Wenn man jetzt bedenkt, dieses Grundstück liegt direkt am Harz. Wir können nur einmal über den Goldbach und schon sind wir am Harz. Und der hat viele, viele Geheimnisse. Man kann viel erfahren und viel lernen. Das muss alles umgebaut werden, vor allen Dingen die Scheune muss gebaut werden. Und ich habe immer Gruppen gehabt, 20, 40 Kinder mit den Pädagogen. Es können hier auch mehr werden, hier ist ein neues Konzept. Hier sind die Kitas, die kommen auch vorbei. Und von meinetwegen auch Schulen, das wird man jetzt alles sehen. Hier können eine Menge Kinder durchgehen und was lernen und ganz was Neues auch entdecken. Wie zum Beispiel nachher den Dickingerzaun, das ist was ganz Spezielles. Also ich habe da so einige Überraschungen parat. Jetzt wollen wir erstmal anfangen. Ich brauche eure Hilfe. Finanziert wird das Projekt durch die 2016 gegründete gemeinnützige Unternehmergesellschaft Heinz Hönig Schmiede und ist natürlich auch auf weitere Spenden angewiesen. Die Gesamtinvestition wird auf 2,4 Millionen Euro geschätzt. Die 2,4 Mille, die treiben wir auf und es wird auch zum Erfolg führen. Es ist was dran und das werde ich machen und dafür stehe ich gerade. Ich habe eine gute Crew. Ich habe eine sehr gute Crew, die kommt hier aus Blankenburg. Ja. Jeder Euro zählt. Noch in diesem Sommer will der bekannte Schauspieler ein großes Zelt aufstellen und mit dem Abriss der alten Bungalows beginnen. Unterstützung erhält er auch vom Theaterverein Szene 38. Moderne Landwirtschaft. Kennenlernen und entdecken. Der Hofladen Landgut Klamroth in Westerhausen öffnet am 2. Juni wieder die Türen und Kuhstalltore. Von 10 bis 19 Uhr können Sie unter anderem bei Führungen durch den modernsten Kuhstall der Region neueste Melkrobotertechnik in Aktion erleben. Arbeitserleichterung für den Landwirt, weniger Stress für die Tiere. Neben jeder Menge Technik zum Anfassen und Führung durch den Kuhstall gibt es viele Angebote für Groß und Klein. Und im Hofladen gibt es die regionalen Leckereien aus der hauseigenen Fleisch-, Wurst-, Käse-, Frischmilch- und Joghurtproduktion. Schauen, schnuppern, genießen. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und schauen Sie rein beim Tag des offenen Hoftores auf dem Landgut Klamroth in Westerhausen am 2. Juni. Suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV Teletext ab Seite 301. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Ahoniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es ist tatsächlich was dran. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale.
Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Neue Ziele im Visier. Aktivitäten des Vereins Blankenburg blüht auf. Nachdem Blankenburg nicht den Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhalten hatte, formierte sich der dafür neu gegründete Verein um und tritt nun unter dem Namen Blankenburg blüht auf an die Öffentlichkeit. Zahlreiche Mitglieder des Vereins waren der Einladung ins Rathaus gefolgt, um über die neuen Ziele zu diskutieren und entsprechende Aktivitäten festzulegen. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten, man musste sich erst finden, was ist jetzt unsere neue Aufgabe, haben wir gesagt, wir wollen die Dinge in die Hand nehmen, die die Stadt so ohne weiteres nicht kann und die dann aber Blankenburg schöner macht, eben zum Beispiel Begrünung, bestimmte Ecken, bestimmte Defizite oder wo Planungen, ich sage mal ein Beispiel, Park der Generationen, die schon lange da sind, dass man die wieder anschubst und auch organisiert, dass das dann auch umgesetzt werden kann. Als sehr positiv wurden die Aktivitäten der Stadt genannt, die im Zuge der Straßensanierung der B27 29 neue Bäume und zahlreiche Sträucher anpflanzte. Linden, Kastanien und Blütenbäume wie Kirsche und Apfel wurden gesetzt. Zusätzlich sollen entlang der Bundesstraße noch rund 670 Quadratmeter Sträucher gepflanzt und in der Nähe der Sitzbereiche Staudenflächen angelegt werden. Auch die Hangflächen am Ortsausgang nach Hüttenrode erhalten im Herbst eine Hangsicherung aus Kokosmatten und werden ebenfalls mit Sträuchern bepflanzt. Wenn ich durch die Stadt mit offenen Augen gehe, dann weiß ich vieles, was man machen könnte. Manches ist dabei, denke jetzt nur an die Bundesstraße 27, die nach den Baumfällen, es gab ja Ärger und Sorgen der Anwohner, doch inzwischen wieder ganz schön aussieht. Aber ich sage mal ein Beispiel, das mich ärgert, ist im Stadtpark die Abgrenzung zwischen Parkplatz und Kinderspielplatz. Da kann man aus meiner Sicht mit wenig Aufwand das so schön machen, dass sowohl die Kinder was davon haben, als es auch optisch schöner ist, wenn man da lang geht. Oder auch im Stadtpark die Randbegrenzung an der alten Mauer, dass da wieder Forsythien stehen. Und da würden wir zum Beispiel nächstes Jahr die Blankenburger auffordern, sagen, spendet doch mal Blumenzwiebeln. Oder vielleicht habt ihr aus dem Garten was übrig, was man da vorne vorpflanzen kann, unter die Forsythien, damit das wieder ein bisschen bunter aussieht. Die Blankenburger werden aufgerufen, etwas vor der eigenen Haustür zu tun. Ihren Garten, Balkon oder Terrasse zu gestalten und so etwas Sehenswertes zu schaffen, um es auch anderen zu zeigen. Wir wollen zunächst gemeinsam mit weiteren Partnern die Aktion Schau in den Garten in Blankenburg starten. Wir möchten einen Blick hinter die Tore und Türen der Blankenburger Gärten und in den Ortsteilen werfen und werden dazu zu einem Wettbewerb aufrufen. Und ja, freuen uns schon, was uns hinter den liebevoll gestalteten Gärten in Blankenburg so alles erwartet. Und ich denke, dass wir dann im Herbst auch einen Preisträger haben werden. Der Generationenpark ist ein weiteres Standbein hier für Blankenburg? Genau, der Generationenpark ist ja vor einigen Jahren entstanden, zumindest erstmal in der Modellierung des Geländes. Und vielen Blankenburgern liegt aber auch am Herzen, dass dort jetzt etwas passiert. Wir haben eine Wegeführung, die noch nicht da ist, die wir aber unbedingt auch brauchen als Verbindungsweg von der Ösig-Michaelstein hinaus vor die Tore der Stadt. Und natürlich auch den einen oder anderen Aufenthaltsplatz, der sich im Park zukünftig befinden soll. Und das wird auch eine Aufgabe unseres Vereins sein, uns an der Entwicklung dort mit den Anliegern zu beteiligen. Die Stiftung der barocken Parks und Gärten feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Im September wird dazu eine Festveranstaltung organisiert, die das Wiederbeleben der attraktiven Einrichtung ins richtige Licht setzt.
Die Stiftung Barocke Parks und Gärten wird in diesem Jahr 20 Jahre alt und ich glaube, alle, die die Parks schon mal besucht haben und das kleine Schloss werden bestätigen, das ist ein Kleinod, das Highlight hier in Blankenburg und auch in der Harzumgebung. Und wir möchten diesen Tag gebührend feiern und auch aufzeigen, was ist denn in diesen 20 Jahren alles passiert. Gerade den älteren Blankenburgerinnen und Blankenburgern ist noch vor Augen, wie hat es früher dort ausgesehen. Ja, und wie sieht's heute aus? Und einen Blick zurück und auch einen kleinen Blick nach vorne können wir dann am 1.9. in Blankenburg in den Parks und Gärten wagen. An diesem Tag werden in den Gärten zahlreiche Besucher erwartet. Die Blankenburger sind stolz auf die schönen barocken Anlagen und wollen sie dann wieder einmal einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Aufregung im Halberstädter Tiergarten. Die Alpakas müssen zum Friseur. Alpakas sind in Europa nicht heimisch und haben ein sehr dickes Fell, welches die Tiere gegen das raue Klima in den südamerikanischen Anden schützt. Dort leben die Tiere in kalten Bergregionen, wo es im Winter bis zu minus 20 Grad kalt wird. Hierzulande bereitet dieses dicke Fell den Alpakas allerdings Probleme. Im Sommer wird es den Tieren zu heiß. Und da kommt der Alpaka-Friseur ins Spiel. Er verpasst ihnen einen luftigen Sommerschnitt. Die dabei abfallende Wolle geht an engagierte Weber aus der Region. Seit 50 Jahren ist Bernd Mahlert in der Schafschur tätig. Bereits in DDR-Zeiten absolvierte er eine Ausbildung zum Schafscherer. Später begann der 75-Jährige auch damit, Alpakas zu scheren. Seit Jahren ist er auch der Stammfriseur im Halberstädter Tiergarten. Erstmal schon für das Wohlbefinden der Tiere ist es ja sehr wichtig, dass die Wolle jedes Jahr runterkommt. Bei den Schafen sowieso. Und die Alpakas werden ja teilweise nur alle 2 Jahre geschoren, damit ein längeres Wollhaar entsteht. Nun ist es soweit für Alpaka Attila. Sein Friseurtermin steht an. Bedacht, das Tier nicht zu verletzen, beginnt eine präzise Fellschur. Dabei wehrt sich Attila gegen den Griff der kräftigen 6 Helfer. Gemeinsam schaffen die Männer, das rund 80 Kilogramm schwere Tier relativ ruhig zu halten. Nach ca. 20 Minuten ist es dann vorbei und Attila steht in seinem Sommeroutfit vor dem Publikum. Im direkten Vergleich zweier Alpakas bekommt man eine Vorstellung, wie dick das Fell wirklich ist. Rund 2,5 Kilo Fell liegen jetzt am Boden. Noch ahnt Max nicht, dass er als nächstes an der Reihe ist. Dieser scheint den Friseurbesuch nicht zu mögen und fängt an zu schreien. Während sich Attila voller Stolz und ganzer Kraft gegen die Helfer wehrte, war Max eher das weinerliche Alpaka. Doch nach der Schur läuft Max stolz durch das Gehege und kann die Sonne wieder genießen. Für den stellvertretenden Leiter des Tiergartens, Michael Busenius, ist der Friseurbesuch jedes Jahr aufs Neue etwas Besonderes, da man nie weiß, wie die Tiere reagieren. Also unsere Alpakas im Halberstädter Tiergarten werden jedes zweite Jahr geschoren, damit man auch ordentlich ernten kann, damit sich das lohnt. Und wohin geht das Fell der Alpakas? Das wird aufgesammelt und wir haben dann eine Kundin, die das mitnimmt, reinigt, dann nachher spinnt. Sie darf also wirklich spinnen und kann dann die herrlichen Alpaka-Wolle-Pullover herstellen. Bekommen Sie die später mal zu sehen? Also können Sie die hier verkaufen oder? Nein, das macht sie selbst für ihren Bedarf, aber wir werden sie wohl zu sehen bekommen. Da würden wir uns auf alle Fälle freuen. Punkt. Und wie heißt das Alpaka gerade, was Sie hier festhalten? Jetzt haben wir Bruno. Bruno ist 2 Jahre alt und hat das heute das allererste Mal vor. Das wird also auch ganz spannend und so wie er angesprungen ist, wird das bestimmt eine ganz temperamentvolle Aktion. Wir freuen uns alle drauf. In spätestens 5 Monaten wird das Fell wieder nachgewachsen sein. Und dann wird es auch in Deutschland wieder kälter werden. Tag der offenen Tür der CDU in Halberstadt. Wähler suchen das Gespräch. Seit 8 Jahren ist es gute Tradition der CDU im Landkreis Harz, einen Tag der offenen Tür zu veranstalten. Auch dieses Jahr öffnet die CDU im Zentrum von Halberstadt am Fischmarkt ihre Türen für alle Mitglieder, Freunde und Besucher.
Bei Kaffee und Kuchen, der von den Mitarbeitern der Kreisgeschäftsstelle selber gebacken wurde, konnte jeder der Bundestagsabgeordneten Heike Bremer und dem Landtagsabgeordneten Ulrich Thomas Fragen zu aktuellen Themen stellen. Also wir sind überwältigt von den vielen Besuchern. Natürlich kommen viele Bürger auch mit einem Anliegen, wo wir heute ganz so schnell nicht helfen können, wo wir dann Termine vereinbaren. Aber ich freue mich, dass unser Tag der offenen Tür seit dem Jahr 2010 so gut angenommen wird. Was werden denn so für Fragen gestellt? Mehr zur Bundespolitik oder mehr zur Kommunalpolitik? Alles quer durch den Gemüsekarten, von der Datenschutzgrundverordnung über Anliegerbeiträge, über eine Fahrt nach Berlin, also alles, was man sich so vorstellen kann. Jetzt waren ja ein bisschen wenig junge Leute da, ja? Na, die jungen Leute, gehen wir davon aus, sie sind erstmal in der Schule, ja, und machen noch ihre Ausbildung. Also es sind die, die Zeit haben. Wir machen das ja mal versetzt, mal am ganzen Tag, auch mal samstags, damit die, die in der Woche arbeiten und keine Zeit haben, auch am Wochenende kommen können. Ja, Tag der offenen Tür der CDU. Wie ist es heute gelaufen? Ja, wir sind sehr zufrieden. Also zunächst das Wetter passt, blauer Himmel, die Sonne scheint über halber Stadt. Wir befinden uns hier mitten im Zentrum dieser schönen Stadt, haben heute unsere Türen geöffnet in dieser Bürogemeinschaft. Daniel Zarater für den Landtag, Heike Bremer für den Bundestag und wir als CDU-Kreisverband. Mich freut es immer wieder, dass Bürger den Weg heute zu uns finden. Allerdings sind wir eine Partei, wo die Türen grundsätzlich offen stehen. Wenn ich an die vielen Bürgersprechstunden vor Ort denke, dann ist das heute eigentlich nur ein weiterer Termin, ein besonders schöner, wie ich finde. Aber jeder Bürger, der ein Anliegen hat, kann natürlich auch jederzeit zu uns den Weg suchen und wir versuchen da auch zu helfen, wo es geht. Auch die Ziele und Aufgaben der CDU als stärkste Partei in der Landesregierung sind ein Thema. So spricht Ulrich Thomas als Sprecher der Fraktion für Wissenschaft und Wirtschaft über die Zielsetzungen der CDU im Landtag von Sachsen-Anhalt. Nun, wir sind natürlich mit der Haushaltsaufstellung beschäftigt. Wir sind dabei, den Haushalt für das Jahr 2019 im Land aufzustellen. Ein wichtiger Haushalt auch für die Kommunen im Land, denn es geht ja auch um die Zuweisungen für die Kommunen, dass also auch vor Ort genügend Geld da ist, um dort die Vorhaben umzusetzen. Ein zweiter wichtiger Schwerpunkt wird für uns das Schulgesetz sein. Gerade wir im Harz haben viele kleinere Schulstandorte, die wir sichern wollen. Wir wollen in Sachsen-Anhalt keine Schule mehr schließen müssen. Dafür legen wir jetzt das Fundament mit dem neuen Schulgesetz und dann natürlich das Kinderförderungsgesetz beschäftigt uns ganz stark. Wir wollen natürlich, dass die Elternbeiträge bezahlbar bleiben für die Eltern und wollen natürlich aber für die Kinder selber auch das Bestmögliche an Betreuung organisieren. Und das befindet sich gerade in der Beratung und ich bin in der guten Hoffnung, dass wir das mit Beginn des neuen Jahres dann auch entsprechend umsetzen können. Was wünscht man sich denn auch persönlich noch von diesem politischen Jahr? Nun, ich wünsche mir natürlich, dass wir insbesondere auch in meinem Bereich, ich mache ja Wirtschaft und Digitales, dass wir auch im digitalen Bereich weiter voranschreiten. Es ärgert mich nach wie vor, dass wir hier Landstriche haben, wo es kein schnelles Internet gibt. Es ärgert mich nach wie vor, dass es Sorgen der Menschen gibt über die Lebensqualität, wo wir noch nachbessern wollen und auch müssen. Und insofern werden wir natürlich die Harzregion besonders im Auge behalten, damit wir hier im Wettbewerb auf Augenhöhe mit den anderen Regionen des Landes bleiben. Wir sind gut unterwegs, aber natürlich wollen wir noch besser werden. Heike Bremer, die seit 2009 Mitglied des Bundestages ist und seit 2018 auch zur parlamentarischen Geschäftsführerin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion bestellt worden ist, spricht über die großen Themen der CDU. Also das Wichtigste ist erstmal unser Haushalt, den wir jetzt verabschieden. Und dann sind wir an den Zielen, die wir uns vorgenommen haben. Also das eine ist das Baukindergeld, was wir verabschieden wollen. Und so werden wir ein Gesetz nach dem anderen jetzt noch im Juni auf den Weg bringen, damit das dann in der nächsten Zeit greifen wird. Was wünscht man sich denn noch für dieses Jahr? Also ich wünsche mir, dass wir gut in dieser Koalition zusammenarbeiten und das, was im Koalitionsvertrag steht, auch umsetzen. Auch nächstes Jahr wird es einen Tag der offenen Tür geben, da dieser bei den Besuchern großen Anklang fand. Da kam eine junge Frau. RFH zeigt, was den Harz bewegt. RFH, einfach näher dran. Hallo und herzlich willkommen zum Gesundheitsmagazin. Schön, dass Sie uns heute zuschauen. Wussten Sie eigentlich, dass Bluthochdruck die Volkskrankheit Nummer 1 geworden ist? Fast jeder zweite Bundesbürger leidet mittlerweile darunter.
Es sterben mehr Menschen an einem zu hohen Blutdruck als an den Folgen einer Krebserkrankung. Ja, das zeigt uns doch ganz genau, wer gesund sein möchte, der muss was tun. Und was sie tun können, darüber möchten wir heute sprechen. Und ich freue mich ganz besonders über meinen nächsten Studiogast, Herr Professor Hardemar Bankhofer. Hallo, Herr Bankhofer, schön, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Hallo, liebe Jasmin Rubato, ich freue mich, dass ich bei Ihnen in der Sendung bin. Ja, ich freue mich auch, denn ich glaube, wir haben ein ganz spannendes Thema, Bluthochdruck. Wie entsteht der denn überhaupt? Was sind die häufigsten Ursachen? Also man kann generell sagen, dass 90% der Betroffenen eine genetische Veranlagung dazu haben. Man weiß aber auch, dass man diese genetische Veranlagung austricksen kann. Mit gesundem Lebensstil. Interessant ist zum Beispiel auch, dass junge Frauen weitaus weniger Bluthochdruck